Hallo liebe Brettspielfreunde und Freunde von Echtzeitspielen. Heute zeige ich euch das Spiel Bubble Bomb aus dem Amigo Verlag. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt viel Spaß mit meinem Video zu Bubble Bomb. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt: eine Anleitung, dann gibt es ein Stoffsäckchen, dann gibt es die 9 großen Bomben und dann gibt es hier noch eine Menge Chips mit Symbolen darauf. Die sind jeweils zweiseitig bedruckt mit immer anderen Symbolen. Und damit haben wir auch schon den kompletten Inhalt der Spieleschachtel beisammen. Und wie ihr das Ganze aufbaut, zeige ich euch im nächsten Video. Der Aufbau funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt als erstes die Bubble Bomb. Das ist die Bombe mit den 7 verschiedenfarbigen und unterschiedlich geformten Symbolen darauf und legt die in die Tischmitte, sodass alle Spieler da gut hinsehen können. Und dann nehmt ihr die restlichen Bomben, mischt die irgendwie durch und legt die mit einer beliebigen Seite hier einfach um die Bubble Bomb herum. Die Chips nehmt ihr und schmeißt sie allesamt in das Säckchen rein. Mischt die im Säckchen gut durch und zieht dann nochmal 9 Chips hier raus, die ihr hier nochmal ablegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. An die müssen alle Spieler gut hinkommen, denn da darf jeder Spieler zugreifen. Die müsst ihr also gut zentral hinlegen für die Spieler. Und jeder Spieler, ich zeige euch mal ein 2-Spieler-Spiel, bekommt dann nochmal 7 Chips, die er zu sich legt. Das sind die Chips, mit denen er arbeiten darf. Und der Spieler hier drüben auch nochmal 7 Chips. Und damit hätten wir den Aufbau auch schon komplett erledigt. Das Stoffsäckchen könnt ihr irgendwo zur Seite legen, das brauchen wir erst später wieder. Und somit kann ich euch als nächstes die Spielregeln erklären. Wie schon angekündigt, Bubble Bomb ist ein Echtzeitspiel, das heißt alle Spieler spielen gleichzeitig, hauen sich gegenseitig auf die Finger. Hier gibt es keine Zugreihenfolge, hier wird einfach geschaut, dass jeder das Ziel des Spiels zusammenkriegt. Und da gibt es mehrere davon. Die Bomben zeigen immer an, was macht überhaupt Sinn, sich darauf zu konzentrieren. Denn Sachen, die hier nicht liegen, brauche ich auch bei mir gar nicht zusammensuchen. Denn die darf ich sowieso nicht werten. Gewertet werden zum einen Farben. Das ist zum Beispiel jetzt die grüne Farbe. Das wäre die gelbe Farbe. Die blaue, die lilane, die weiße Farbe. Was wird da gewertet? Wenn ich jetzt 7 Chips in lila zusammenkriege, dann hätte ich diese Bedingung erfüllt und würde entsprechend belohnt. Dazu kommen wir dann gleich noch. Dann gibt es im Gegensatz die Formen. Und da werde ich eben belohnt, wenn ich es schaffe, 7-mal diese Form zusammenzukriegen. Dann werde ich auch belohnt. Farbe und Form ist von der Belohnungsstufe genau gleich. Ebenso gibt es hier diese schöne Regenbogenbombe. Und hier bedeutet es einfach, ich brauche 7 Chips in verschiedenen Farben, also ein Lila, ein Rot, ein Rosa und ein Gelb und dann den Rest noch. Wie wir dazu kommen, auch gleich. Das ist die Regenbogenfarbe. Die Rückseite der Regenbogenfarbe ist genau das Gegenteil. Ich brauche einfach 7 verschiedene Symbole. Und das, was am meisten Punkte bringt, ist hier natürlich die Bubble Bomb. Die braucht 7 Chips mit verschiedenen Farben und verschiedenen Symbolen. Dann bekomme ich die meisten Punkte, weil das Ding natürlich auch am allerschwersten zu bauen ist. Wie schaffe ich es jetzt, so eine Konstellation zu bauen? Ich habe Chips vor mir liegen, 7 Stück, die ich umdrehen kann und da hinten drauf ist einfach irgendwas anderes. Und wie schaffe ich es jetzt zum Beispiel, dieses hier zu bauen?
Das ist niemals sicher, ob ich das wirklich schaffe. Ich kann es nur versuchen. So wie alle anderen Spieler auch versuchen, etwas zu bauen. Ich sage es, ich versuche es mal, das hier zusammenzukriegen. Ich habe jetzt hier schon mal 3 Stück. Dann drehe ich meine eigenen Chips um. Und das Wichtige ist, man darf es eigentlich nur mit einer Hand spielen. Das heißt, diese Hand verschwindet. Ich darf es nur mit einer Hand umdrehen. Jetzt habe ich schon 4 dieser Dinger. Schau mal. Okay, jetzt habe ich noch 3 Sachen, die nicht dazu passen. Und die kann ich mir jetzt versuchen, hier drüben zu holen und kann schauen, ob die da drin sind. Hier darf ich auch mit einer Hand Chips umdrehen und gucken. Ich darf, wenn ich einen Chip sehe, den ich brauchen kann, ihn gegen einen Chip von meinen Chips austauschen. Farbe, Form ist dabei egal. Ich darf ihn einfach tauschen und darf hier einfach drehen. Das dürfen aber auch, wie gesagt, gleichzeitig alle anderen Spieler. Und wenn ich die jetzt alle so umdrehe, sehe ich schon, ja, ich werde es nicht zusammenkriegen, weil diese 2 kann ich nicht erfüllen. Also suche ich mir dann doch lieber irgendwas anderes raus. Ich drehe nochmal hier rum und schaue, was könnte ich denn machen. Vielleicht unterschiedliche Symbole. Ich habe hier das Kästchen mit den Zacken, hier das Gerade, hier ein Dreieck, hier ein Stern, hier ein Kreis, hier diese Welle und hier ein X. Und schon hätte ich tatsächlich geschafft, lauter unterschiedliche Symbole zu haben. Das Dumme ist eben nur, gesucht werden unterschiedliche Farben, unterschiedliche Symbole wären hier hinten drauf. Also hätte ich Zeit verschwendet und hätte was zusammengebaut, was ich nicht brauchen kann. Somit versuche ich jetzt vielleicht, gleiche Farben zu kriegen. Das hätte ich schon mal 4 Stück. Hätte ich schon mal in gleicher Farbe, dann schaue ich mir die hier an. Da ist nix. Das heißt, ich tausche den gegen den, ich tausche den gegen den. Und dann drehe ich hier nochmal rum und schaue, ob da noch einer ist. Da wäre noch einer. Zack, zack. Und dann hätte ich jetzt hier 7 verschiedene Farben. Und dann sage ich, Boom. Ja, wenn ich Boom sage, hören erstmal alle auf zu spielen. Dann kontrollieren alle Spieler, habe ich Boom berechtigt gesagt, ist das eine Konstellation, die gesucht wird? Ja, die wird gesucht. Es sind 7 verschiedene Farben in Lila. Das ist diese Bombe. Diese Farbbombe sucht Farben. Und somit habe ich das richtig erledigt und werde jetzt entsprechend dafür belohnt. Die Belohnung sieht dabei folgendermaßen aus. Bei gleichen Farben und gleichen Symbolen passiert Folgendes. Ich nehme einen meiner Chips, lege den zu mir hin als Punkte. Dann lange ich ins Säckchen, ziehe mir einen Chip nach, dass ich wieder 7 habe. Und damit bin ich jetzt wieder gerüstet. Und damit ich natürlich nicht gleich wieder das hier bauen kann, wird das, was gerade erledigt wurde, auf die Rückseite gedreht, sodass ich jetzt nicht einfach mir den hier schnappen kann und das gleich wieder erledigen kann, sondern mir schon ein bisschen Mühe geben muss und jetzt wieder gucken muss, was kann ich denn als nächstes von diesen Sachen erreichen. Sobald ich meinen Punkt genommen habe und ich wieder 7 Chips habe, geht das Spiel weiter. Und jeder versucht wieder zu gucken, was kann ich denn jetzt noch hier erledigen. Also gleiche Formen und gleiche Farbe geben einen Chip, den ich mir von meinen Chips nehme und einen Chip nachziehe. Schaffe ich es hier, diese Regenbogenbomb oder die Rückseite davon zu bauen, so bekomme ich meinen Siegchip aus dem Beutel. Den nehme ich mir hier und lege ihn hier auf meine Siegpunkte drauf und dann tausche ich meine 7 Chips gegen beliebige 7 Chips aus der Tischmitte aus. Da liegen 9, also 2 muss ich liegen lassen, nicht komplett austauschen. Aber ansonsten kann ich es beliebig tauschen, dass ich einfach 7 Chips habe. Kann ich tauschen, wie ich möchte. Allerdings muss ich 7 tauschen, behalten darf ich nichts. Und dann drehe ich auch die Bombe auf die Rückseite natürlich, dass auch hier wieder eine neue Aufgabe auftaucht. Sollte ich es schaffen, 2 Sachen gleichzeitig zu erledigen, indem ich jetzt 7 türkise Chips habe in der Form dieses Zahnrades, dann kriege ich natürlich eine doppelte Belohnung. Und sollte ich eben diese Bubble Bomb schaffen, dann kriege ich diese Bubble Bomb zu mir. Die ist am Spielende sogar 3 Punkte wert. Und die lege ich einfach zu mir hin, zu meinen Punkten. Und wenn ein Spieler auch diese Bubble Bomb schafft, dann darf er sich die zu sich nehmen. Die dreht man auf die Rückseite, dass man sieht, das sind diese 3 Punkte. Und so ist es eine Wanderbombe, die immer zu dem wandert, der eben gerade eben diese Konstellation geschafft hat. 7 unterschiedliche Symbole mit 7 unterschiedlichen Farben. Die müssen nicht dem entsprechen, was hier drauf ist, sondern einfach nur dem Kriterium. Und dann kriegt man die. Die ist am Ende eben 3 Siegpunkte wert. Und so wird dann einfach hektisch gespielt, bis bei 4 Spielern hier keine Chips mehr drin sind. Und bei 2 und 3 Spielern, sobald ein Spieler 9 Siegpunkte erreicht hat. Bei den 9 Siegpunkten ist klar, der die 9 erreicht hat, ist der Sieger. Bei 4 Spielern, wenn der Sack leer ist, muss eben kurz gezählt werden, wer hat die meisten Siegpunkte und der ist dann der Sieger dieses Spiels. Eine kleine Sonderfunktion gibt es noch, dass ich mir bei meinem Gegner einen Chip holen darf,
Wenn ich nur noch einen Chip brauche und der hier nicht dabei ist, und sagen wir mal, der hier ist einfach nicht dabei, den hat jetzt er, so. Und er hier drüben dreht jetzt hier um und ich sehe, verdammt, diesen Chip brauche ich unbedingt, um meine Farbbombe zu erfüllen, die hier drunter ist. Dann kann ich sagen, Banzai, dann ist auch sofort erstmal Schluss. Keiner rührt mir was an und ich darf die beiden Chips kurz austauschen und meine Wertung durchführen und dann geht das Spiel wieder ganz normal weiter. Das darf ich aber wie gesagt nur einmal machen, nur einen fehlenden Chip mir holen und nicht jetzt von meinen Gegnern die ganzen Chips zusammenraffen, weil mir die fehlen. Ausnahmsweise darf ich das eben einmal machen, um die Sammlung zu vervollständigen. Wenn ich schon 6 Steine habe und mir nur noch der 7. fehlt und der einfach in der Auslage nicht drin ist. Ja, soweit die Regeln. Richtig vorspielen in der Beispielrunde kann ich es nicht. Ich werde trotzdem mal kurz ein paar Konstellationen nochmal für euch legen, damit ihr mal kurz das im Zusammenhang seht, was ich euch gerade erzählt habe. Dann spielen wir einfach unser Spiel hier weiter. Hier ist mein einer Punkt, den ich schon habe. Und wir starten einfach die weitere Runde und gucken mal, was er jetzt hier zum Beispiel zusammenbauen kann. Er sieht jetzt schon, er hat schon 3 zum Beispiel von diesen grauen Steinen. Jetzt dreht er mal seine um. Oho. Er hat schon 6 graue Steine, ihm fehlt nur noch einer. Und jetzt fängt er halt hier drüben an, mit einer Hand die Chips umzudrehen und zu schauen, ist da noch einer? Ja, da ist einer, den schnappe ich mir sofort, tausche den aus und sag BOOM! Und alle hören auf zu spielen. Die Wertung findet statt, es wird geschaut, okay. Das ist diese Farbwertung, nur graue Steine. Dafür darf ich mir einen Chip als Siegpunkt nehmen. Hol mir einen neuen Chip hier aus dem Säckchen, fülle wieder auf 7 auf. Und wir drehen auch diesen Chip auf die Rückseite und bumm, weiter geht's. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch bauen können. Da hätten wir ein paar Ringe. Ringe hätten wir 3 schon. Halt, das ist der Punktechip. Hier wäre noch ein Ring. Wie gesagt, nur mit einer Hand normalerweise. Ich bin schon wieder viel zu vielhändig hier unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte ich schon 6 dieser Ringe. Sehe bei meinem Gegner jetzt, der hat auch einen Ring. Sagt, Banzai! Alle müssen aufhören. Ich sag danke. Und sag hier, Wertung. Gewertet hat diesmal die Form. Auch da kriege ich einen Chip zu mir. Füll wieder auf, dass wir hier wieder voll sind. Dreh den wieder um. Und die nächste Runde beginnt. Jetzt schauen wir noch mal kurz, ob wir die Regenbogenbombe hier bauen können mit der Rückseite. Lauter unterschiedliche Sachen. Wir brauchen ein Kreis, ein Kreuz, ein Wirbel, einmal Viereck, ein Stern. Und jetzt fehlt uns noch ein Dreieck. Das tauschen wir hier. Und dann fehlt uns noch das ausgefressene Viereck. Das tauschen wir hier auch. Und jetzt sagen wir wieder BOOM! Ich habe es geschafft, 7 unterschiedliche Symbole zu bauen. Das ist dieser Chip hier gewesen, diese Aufgabe. Dafür bekomme ich jetzt einen Chip aus dem Beutel, lege den zu meinen Siegpunkten dazu und muss jetzt 7 meiner Chips gegen 7 Chips hier aus der Tischmitte austauschen. Machen wir einfach mal so. Und schon wird das Spiel wieder gestartet. Das drehen wir noch um und es geht wieder los. Wie gesagt, ein schön hektisches Spiel, was mit mehr Spielern natürlich auch mehr Spielspaß bringt. Zu viert ist es ein richtiger Kracher. Natürlich hauen alle hier rum und versuchen hier die richtigen Sachen zu finden. Hier sollte man Leute mit langen Fingernägeln zwingen, Handschuhe zu tragen. Ansonsten ist die Verletzungsgefahr relativ hoch. Ein schönes Partyspiel für die ganze Familie. Das war sie, meine Brettspielvorstellung und Regelerklärung zum Partyspiel Bubble Bomb aus dem Amigo Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's gut. Euer Michael.